Okay, es haben sich Leute gewünscht, wir schauen den Vlog von Isa an. Sascha sticht Zuschauer und Tattoos Vlog, Vlog 4. Leute wissen es, glaube ich, gar nicht. Ich schneide die gar nicht mehr. Also, es macht alles Dave on Point, ne? Ich habe Vlog 1 und 2 geschnitten und den Rest, ich mache das gar nicht mehr. Macht alles Dave on Point. Aber es kann sein, dass er halt in dem Stil einfach weiterschneidet. So, den weiß ich nicht genau. Wir gucken einfach mal rein. Bist du aufgeregt? Oh, neue Speicherkarte. Ein bisschen. Grüß mal deine Familie. Wir sehen das. Ich grüße meine Familie. Wen grüßt du? Auch Stefans Familie. Ja, hä? Ja, okay, ja. Ja, wollen wir mal. Das ist mal schön ruhig zu halten, das ist die Kunst, man. Könnte ich das? Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Bro, er war der Erste. Chat, der hier am Start war, war der Allererste, der tätowiert wurde an dem Tag. Bro, ich habe auch zu ihm gesagt, Respekt, dass du als Erster so sagst, ja, ich lasse mich als Erster tätowieren, weil ich hätte keinen Bock, der Erste an der Reihe zu sein, so. Ich glaube, so der, wo du so ein bisschen entspannter bist, ist so 6, 7, aber als Erstes niemals. Ich sag dir so, wie es ist, das Dach ist crazy, der Rest ist scheiße. Das ist super. Ja, das ist sehr gut. Sieh das, sag mal deins im Vergleich. Ja, meins ist extra geil. Ja. Noch einen Tag, noch zwei Tage. Zu viel Haare. Das ist dann schwer. Zu wenig. Du hast zu viel Haare. Du hast zu wenig abrasiert. Oh. Ja, ich wollte mir jetzt nicht das ganze Bein wegmachen. Ja, einfach clueless. Einfach clueless. Zum Teil stand ich da mit der Maschine und ich war so. War das ein gutes oder ein schlechtes? Das war ein gutes, ey. Würdest du sagen, er sticht besser als ich inzwischen? Als du? Ja. Nein. Ja. Oh, das ist Ben übrigens. Ey, wer ein geiles Tattoo haben möchte, Chat, ey, das lohnt sich wirklich. Mami, I'm sorry. Ben ist so cool. Ich lieb den Mann. Der hat meine Brust tätowiert. Der hat mit mir viel durchgemacht, ehrlich. Als du? Ja. Nein. Nein. Leute, ich habe Isas Vlog übernommen. Wir machen jetzt, wie viel ist dein Outfit wert, Bruder? Wie viel? Okay, was hast du so an? Was rockst du so? Oh, shit. Das ist... Oh, shit. Er ist im Vlog. Das ist der 18-jährige Chat, der das System getrippelt hat. Er ist es einfach. 18, im März geworden, ein Tattoo unten hier am Arm, von dem ich zwei oder dreimal im Stream erzählt habe. Das ist der gesagt hat, ja, ich nehme das Tier dann einfach mal hier so, wo es jeder sieht. Wie viel? Okay, was hast du so an? Was rockst du so? Keine Ahnung, 15 Euro oder so. Er ist schon halb 15.000, krank. Ja, auf jeden Fall, Bro. Ja. Dann der krasse Sportbeutel aus der Schule gestanzt. Besser geht's nicht. Schuhe und Huni oder so. Ja, aber Louis Vuitton, oder? Sehe ich hier. Auf jeden Fall. Krank. Und die Hose ist auch so 20 Euro. Kommen wir insgesamt auf? Locker 30.000 Euro. Mega. Hier, was geht, Alter? Isas Log, Mütze, ich sehe Supreme aus Istanbul. Oha. Hier aus Berlin. Berlin? Okay, wie viel? 60 Euro. Er war auch cool drauf. Aber Bruder, er hat full represent Supreme Antisocial Social Club. Wie viel? 100. Diese Hose, ich sehe. 60. 60 und Anti-Social Social Club T-Shirt, wie viel? 40. Oh, ich hab alles wieder vergessen, ich hab keine Ahnung. Schuhe, Bro, auf White. Wie viel? 235. Kommen wir insgesamt auf irgendwas. Oha! Ich hab einen Papaya-Salat. Oh, die waren sogar da essen. Oh, Mann, wie nice. Ui. Oh. Chat, ich muss es erklären, man sieht es nicht, aber das hier unten drunter ist auch so eine Fressmeile, so eine kleine Gasse, wo eigentlich nur so Essensläden sind in Stuttgart. Und hier ist, glaube ich, oben, ja doch, hier oben ist so die Hauptstraße, die Königstraße, und dann geht es hier so quasi hoch und dann kann man da essen. Das ist real Tüte, ja. Und er rockt ein richtig geiles Ola Kala T-Shirt. Ich frage mich, wo meins ist. Einen scharfen Papaya-Salat. Und Kev, wo ist dein Essen? Ist nicht da. Guckt euch Kev an. Und der Mann kriegt öfters zwei Tage Bann in Valorant, weil er Leute beleidigt in High Elo. Überlegt mal, ihr spielt das Spiel so oft, ihr grindet euch hoch und ihr kriegt zwei Tage des Öfteren. Ey, Mann, wirklich, Kev sieht, ich sage euch so, wie es ist, von... als Mann kann man das, glaube ich, sagen, Mann zu Mann. Kev ist schon, sieht schon süß aus, aber er hat so was Toxisches in sich. Ich glaube, Kev ist einer, wenn man mit ihm in der Beziehung ist, der wirft mal Badeschlappen hinter einem her und so. Dein ist nicht da. Ich habe übrigens eine Sache gekauft im Bräuninger. Sascha wird stolz auf mich sein, dass es nur eine Sache war. Ja, ich wäre stolz. Ja, ich bin wirklich, ja, da bin ich wirklich super stolz. Also ich bin froh, dass es nur eine Sache war in den vergangenen 24 Stunden, weil da davor wurde auch noch eine Sache geholt. Da bin ich wirklich sehr froh, dass an dem Tag wirklich nur es bei einer Sache belassen wurde. Wie viel Tattoo ist das schon, Sascha? Das ist Nummer 17. Bist du müde? Nein. Nein. Big Life. Ey, Jay, was? Ab, Leute, das ist krass.
crazy. Guck mal, was hier abgeht. Sascha hat bestimmt schon 100 Tattoos gestochen. Oh. Insgesamt waren bestimmt 1200 Leute da. 1200? 1200, geh mit 4000. Der Lüge. Oh. Nein, aber ich habe den Überblick verloren. Ey, wir haben draußen kurz... AJ ist so cool. AJ ist einfach so ein Lifestyler auch. Party gemacht. Bist du happy? Aber guck mal, das Tattoo-Studio-Chat ist schon nice. Der Holzboden, hier hinten, so, seht ihr das alles? Ja, ja, mit der Theke, hier gibt's Snacks immer kostenfrei. Hier kann man chillen, Schach spielen, auch so einfach mal Kaffee trinken, vorbeikommen, labern. Kurz mal so spontane Blockparty nice. Gemacht. Bist du happy? Stefan auch süß, auf jeden. Hier hab ich tätowiert, ich hatte die ganze Area, das war übelst chillig. Aber ja, das mal checken. Ja, Stefan auch cool und Marc sowieso cool. Marc auch sehr, sehr cool, aber der Typ ist full tätowiert. Full bis oben. Bist du happy? Ey, das ist ein richtig nicer Tag. Mary ist auch ein Messer am Stechen. Mhm. Warum hast du noch mal ein Messer? Bleib privat. Okay. Holy shit. Ganz schnell weg. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut, ja. Freundin hat gerade noch gesagt, Sascha soll nicht meinen Körper verunstalten, aber... Hast du noch nicht über ein Cover-Up nachgedacht? Cover-Up? Nee. Solltest du vielleicht nach dem Tattoo? Und damit holt Mami, I'm sorry, am meisten Geld. Du wirst erst tätowiert und gleich kriegst du ein Cover-Up angedreht. Das ist sauber und clean. Bist du zufrieden? Ja, aber richtige Scheißstelle. Warte, sieht man die nochmal? Oha! Guckt euch mal das Close-Up, was ich hier geschafft habe. Beine süß, guckt euch das an. Er hat sogar so mäßig angedeutet 4 bekommen. Also 2-2. Guckt euch das mal an, wie gut ich das tätowiert habe, hä? Clean auch. Alles müsste ungefähr gleichmäßig tief drin sein. Der Hals, das Auge, ehrlich süß. Das ist sauber und clean. Bist du zufrieden? Mega gute Arbeit. Doch nicht über ein Cover-Up nachgedacht? Nee. Wir haben hier einmal ein Tier. Auf Luna, unsere Mod. Ja. Luna einfach auch im Vlog. Luna, let's go. Einfach Luna da gewesen. 20 auch ready. 23. Du bist der Letzte, der jetzt noch ankommt. Und freust du dich? Sehr. Bist perfekt. Du glücklich über das Tattoo? Auf jeden Fall. Du denkst auch über kein Cover-Up nach? Nee. Das Letzte wird auch ein Tier. Sascha, was für ein Tier ist das? Alles Mögliche. Das ist das Tier, was dich dann irgendwann mal ins Gespräch bringt mit einer random Person. Ey, ja. Was ist das? Oh, so kannst du Frauen ansprechen. Perfekter Gesprächseinstieg. Smart, Sascha als Wingman. Also, meine... Ey, ich muss euch ehrlich sagen, jetzt, wenn ich mir so alles so angucke, ich bin so froh über jeden, der gesagt hat, ey, ich lass mich am Oberschenkel tätowieren. So nice Fläche einfach. Besser als Arm und so gewesen bei... Also, ich bin einfach froh über jeden, der gesagt hat, ich klatsch mir auf den Oberschenkel. Einfach wild, Mann. Freundin sitzt auch so. Oh, shit. Isa hat auch schon was zu essen. Die ist nicht deine, oder? Ja, das ist meine. Das ist mein Kameramann. Ich hab Stefan. Den gebucht. Warum? Ist doch gut. Ich bin Stefan. Und ich bin der Kameramann. Sag mal jemand auf Ernst, wie süß das beide, die haben so einen Pärchensitz. Seht ihr, das meine ich so. Ey, das habe ich nicht mal mitbekommen, dass Stefan das gefilmt hat, hä? Das habe ich nicht mal mitbekommen, oha. Aber ey, wir hatten echt, das muss man ehrlich sagen, Chat. Hier ist, ich mache sowieso noch eine Stuttgart-Tour auf Twitch irgendwann. Aber hier ist so mäßig eine Hauptstraße, so eine Bundesstraße. Da geht's hoch, so, ja, das bringt euch jetzt alle. Da wird's hochgehen mäßig zum Teehaus, was ich Leuten oft empfehle. So ein Aussichtspunkt, also hier geht's direkt so hoch, das sieht man auch nicht richtig. Aber es ist ein richtig nice Sushi-Restaurant. AJ hat auch den ganzen Abend gezahlt, was gesponnen ist, weil es auch so echt ein sehr geiles Restaurant ist, das heißt Enzo. Aber schon nice. Sag mal jemand auf Ernst, wie süß das beide, die haben so ein Pärchensitz. Seht ihr, das meine ich so. Ey, erstmal an alle Übrigen, die jetzt noch da sind, ey, okay, vielen Dank für diesen kranken, krassen Bro. Tag. Jedes Mal, egal wo ich mit AJ bin, er hält eine Rede. Er hält, egal wo, er hält immer... Ich glaube, AJ steht auf und hält eine Rede. Einfach für sich selber im Spiegel als Motivation. Ich glaube, der macht auf, Augen gehen auf. Er geht, er schreckt hoch und direkt vor sich ist ein Spiegel und er fängt erstmal an. Leute, was geht... Was war das eigentlich? Crazy. Ohne jeden Einzelnen wäre das nicht funktioniert, hätte nicht geklappt. Es ist crazy, Mann. Ich bin immer noch entsetzt. Wie würdest du AJ nachmachen? Mich AJ nachmachen würde? Leute, was geht denn ab? Was ein Tag... Bei Mami, I'm sorry. Erstmal, wow, wie ihr alle gearbeitet habt. Es war crazy. Ihr habt den Laden auseinandergenommen. Was zur Hölle, Alter? AJ, würdest du sagen, das war akkurat? On point. Wie viel hast du getrunken? Aber auch unangenehm für AJ. Wenn du nachgemacht wirst, bist du eigentlich nicht der Typ, der sagt, oha, übel geil. Sondern einfach, du bist eigentlich der Typ, der sich denkt, ja, okay, ja, oh, okay. So, weißt du, was ich meine? Also, ich hab...
Wasser getrunken. Was ist los mit dir? Die hat wohl noch zu lange gedauert. Also, nee, ich musste ja auch wirklich sicherstellen, dass der Wein gut ist für unsere Gäste. Zwei Wein waren schon am Ende. Oder auch drei, aber AJ war der beste Gastgeber. Mein Outro beginnt jetzt einen Tag danach. Das Outro, das vergesse ich immer wieder. Auf jeden Fall, das war ein crazy Tag. Der ganze Tag mit Tätowieren war so heftig. So wie AJ sagen würde, crazy. Wow, wow, wow. Es hat so viel Spaß gemacht, es war so cool. Und einfach danach nochmal essen gehen. Also all in all, es war ein sehr, sehr, sehr wunderschöner Tag. Ach ja, nochmal danke für alles. Ich bin morgen für 3 Tage in... Also ich wollte eigentlich Peace-Zeichen machen, das sieht jetzt ein bisschen weird aus. Ich bin für 3 Tage in Disneyland. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Das ist so cringe. Habe ich eine richtig coole Koop mit Disney und ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf. Ich habe auch hier, das hier haben wir von Disney bekommen. Hä, was ist das denn? Hä, das habe ich, das kennt ihr, was? Hä? Doch, das habe ich schon gesehen. Alles gut, habe ich schon gesehen. Doch, doch, ich komme jetzt im Vlog, ich hab's schon gesehen, kam mir so neu vor. Aber ich sag euch so, wie es ist, ich war auch schon lange nicht mehr im Office-Raum. Neues Hotel in Paris eröffnet in Disneyland und da werden wir sein, ab morgen für 3 Tage. Und ich freue mich sehr, ich werde das auch vloggen und das wird dann im übernächsten Vlog zu sehen sein, I guess. Ich freue mich sehr. Juhu! Ist cool, Chat, cool. Hat Dave gut geschnitten. Also, das ist aber auch nirgendwo. Jetzt schaltet Dave. Also, ich habe damit, ich habe es auch alles zum ersten Mal gesehen. So. Grüße gehen raus an Dave und an Isa. Ich glaube, dass der Vlog vom Disneyland echt, der könnte auch nice werden. Ich weiß nicht, was Isa alles gefilmt hat, weil ich bei vielem nicht dabei war. Aber ich glaube, man wird schon einen guten Einblick bekommen.